Dadurch, dass wir einen Wunsch bekommen haben, also dadurch, dass wir heute ein Video zeigen möchten, unser allererstes Alice-Video, bevor wir den Kanal überhaupt gegründet haben, möchte ich heute mich mal zeigen, damit auch ich im Vergleich habe, wie damals das war und ich das gemacht habe und wie ich es heute habe. Das ist ein bisschen spannend. Es sind inzwischen schon viele Jahre vergangen. Und wir haben jetzt die 10 und sie ist eine super schöne, hübsche Zuckertüte. Und ich weiß nicht, was drin ist, ist ja klar. Ich bin gespannt. Soll ich es aufreißen oder ordentlich auspacken? Kannst du aufreißen? Aufreißen. Ja. Na, wirklich? Seid ihr auch der Meinung? Mit Gewalt? Es fühlt sich hart an. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, hier Weihnachtsbaum, halt mal bitte. Oh mein Gott, die hat ja größer Gerüchten hier unten. Mhm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist die hübsch. Oh, die hat ja Wimpern. Und die ist grau. Oh, und die hat schwarze Lippen. Guckt sie euch an. Guckt sie euch ganz genau an. Die ist eine Schönheit. Ist die eine Schönheit? Ja, die ist eine Schönheit. Ist die hübsch? Oh mein Gott, ist die hübsch? Die ist so hübsch. Die sieht ja so hübsch aus. Und falls manche jetzt denken, diese Figur, die habe ich schon bekommen. Nein, die habe ich nicht bekommen. Ich hatte euch ja schon erwähnt, dass das Kaninchen von Alice und Alice selbst auch viele Variationen hatte, wie sie produziert wurde als Figur, von den unterschiedlichsten Sachen.
Und die hier, oh mein Gott, die ist so toll. Ist halt eine andere. Die Shidoni will sie mir jetzt schon wieder wegnehmen. Aber ich will euch mal schnell den Vergleich zeigen. Gleich. Oh, Shidoni, bitte. Gleich. Also ich finde ja die linke vom Gesicht her wirklich noch ein bisschen süßer. Ich auch. Das ist zum Schreien. Also denkt nicht, dass wir hier gemein zu unseren Kinderchen sind. Die haben ein starkes Temperament, so wie Alice. Die kriegen, was sie wollen. Also die denken, dass sie kriegen, was sie wollen, wenn sie laut werden. Und Shidoni hat auch gewonnen. Hier ist Shidoni. Ja. Willst du sehen? Guck mal, die Kinderhände. Hast du die Kinderhändchen drauf? Die danach rein. Ja. Willst du sie haben? Willst du sie haben? Oh. Oh. Alice. Shidoni weiß ganz genau, was Alice ist. Ja. Mama. 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 Oh, wie süß. Ja. Das ist der Mama. Ja, süße Shidoni. Shidoni. Die sind toll, ne? Guck mal, sind wir uns mal von unten an. Sind beide so schön hochwertig. Hm. Beide mit Rüschen. Ja, sind wirklich toll. Das war's heute auch schon mit dem Inhalt. Ich bin übelst froh darüber. Ich liebe die Alice-Figuren total dolle. Und die kommen natürlich wieder in mein Wunderland. Ich möchte ganz lieb grüßen. Ich habe jetzt den Namen vergessen bei YouTube, aber die Frage wurde gestellt an unseren Channel, ob das Spiel nicht ein bisschen zu gruselig ist, Alice Madness Returns. Und ob man das überhaupt noch heutzutage irgendwo herbekommt, weil es schon so alt ist. Also ich bin mir sicher, man kriegt es schon noch irgendwo her. Aber so richtig horrormäßig ist es nicht. Es ist kein reines Horrorspiel. Auf keinen Fall. Es ist gleichzeitig auch ein wunderschönes Spiel. Aber ich will gar nicht mehr verraten, denn das Feedback, meine allererste Alice-Berührung, die ich als Video vor vielen Jahren verfasst habe, die möchte ich euch jetzt zeigen. Das Video ist wie gesagt schon alt und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und ich bin ganz stolz, dass ich das noch irgendwo hervorgekramt habe und das jetzt auf meinen neuen Kanal hochladen kann, obwohl so neu ist unser Kanal ja gar nicht mehr. Ihr wisst schon, ne? Wir sind schon fast ein gutes Jahr. Haben wir jetzt den Channel. Ein Jahr! Das ist toll, ne? Wir müssten eigentlich auch so ein kleines Jubiläum feiern und deshalb finde ich, passt das Video ja ganz gut, wie ich zum allerersten Mal mit Alice angefangen habe und das war weit vor unserem Channel und jetzt nach einem Jahr Jubiläum können wir ja als Jubiläumsvideo und um die Hintergründe zu Madness Returns zu beleuchten und zu reflektieren, dass es nicht nur ein reines Horror-Game ist, können wir mein erstes Alice-Video ja mal zeigen. Ich danke fürs Reinschauen. Ihr werdet mich nicht oft zu Gesicht bekommen, dass ihr klar seht. Ausnahmen bestimmen die Regel. Danke fürs Schauen. Heute möchte ich euch Alice im Wunderland vorstellen. Ihr kennt das Spiel sicher, ja. Madness Returns. Alice ist in der Realität, in der Wirklichkeit ein Mädchen, was als psychisch labil gilt, durch Traumatisierung und sie flüchtet sich halt ins Wunderland, um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Denn es gibt in ihrem Leben etwas, was sie verdrängt und unbedingt herausfinden möchte. Was passiert war, denn sie hat ihr Erinnerungsvermögen verloren.
I know what's real. Go to Wonderland. Die Sache ist die, mit der Zeit wird das Wunderland zerstört. Das heißt, etwas sehr Schlimmes ist passiert. Das ist Reality. Heute möchte ich euch sagen, warum mir das Spiel so gut gefällt. Das hier habe ich selber gemacht, das ist von dem Horrorprojekt. Das ist, wenn meine ganze Wohnung erstrahlt auch in diesem kunterbunten Wunderland-Feeling. Ich nenne mein Apartment auch gerne Garten Eden. Das ist nämlich mein Garten Eden. Alles, meine ganze Wohnung ist eine ganz besondere Welt für sich. So ein Wunderland mit der Realität eigentlich verbunden ist. Das ist sehr faszinierend. Das finde ich sehr kreativ und sehr kunstvoll gemacht. I'll set you free, Alice. Is it mad to pray for better hallucinations? I've not come back here looking for a fight. That's a pity. One's certainly looking for you. Genauso wie in Madness Returns von Alice hat auch meine Wohnung eine kleine morbide Ecke. Dieses Horrorprojekt ist ja nur im Herbst da, nur zu Halloween. The destruction of Wonderland is the destruction of me. Now a new evil reigns. We need your help. Und ich mag dieses. Man hat nicht damit gerechnet. Mag diese Kontraste. Die hat mir gefallen. The face of evil. Ja, also wenn ich Alice im Wunderland spiele, ich kann nicht mehr aufhören.
ich gehe abends ins Bett und ich habe den Gedanken und das Gefühl im Kopf, ich muss es am nächsten Tag weiterspielen. Es macht so Spaß. Kann ich nur empfehlen, Alice im Wunderland macht Spaß und es ist eine sehr, sehr schöne psychedelische Geschichte, die mit viel Fantasie verbunden ist. 3, 2, 1 Alice, tell me of your wonderland. Wer überhaupt diesen sich gut in Alice hineinversetzen kann, dem kann ich ein Lied empfehlen. Und zwar von Chapeur Clacke. Ist ja auch egal, ich kann es nicht aussprechen, das ist Französisch. Aber dieses Lied einfach mal bei YouTube eingeben. Es heißt Spieldosenprinzessin. Und das ist sehr, sehr schön. So. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit meinem Feedback. Tschüss! Sei aus Eis und doch kann sie auch weinen.